Ja, Kunst trifft auf Kunst, Kultur trifft auf Kultur. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Talk im Paneum. Hier im Paneum in Asten darf begrüßen den Gastgeber, wie immer Peter Augendoppler von Packaldrin bzw. Kornspitz. Ja, und den Chefdirigenten des Bruckner-Orchesters in Linz, Markus Boschner. Danke fürs Kommen. Freue mich sehr, sehr gern. Es ist ja bei der Einleitung immer so eine Sache mit den Lebensläufen. Also wir Journalisten gehen dann gern drüber und streichen, dass es relativ kurz ist. Es wäre schade. Und man weiß, also ich habe jetzt drüber gelesen, was könnte man da überhaupt streichen? Aber ein bisschen, um einen Eindruck zu bekommen, Ihre Stationen, ja, dass Sie aus München sind, das hört man ein bisschen noch. Stammt aus München, also einer Münchner Musikerfamilie. Hochschule für Musik und Theater in München. Chefdirigent Orchestra della, da müssen Sie mir helfen, Svizzera Italiano. Ja. Erster Gastdirigent des Deutschen Kammerorchesters Berlin, erster Kapellmeister der Komischen Oper Berlin, das waren alles Funktionen und sind es teilweise noch Gast der Münchner Philharmoniker, Dresdner Philharmonie, Staatskapelle Dresden, steht da Wiener Symphoniker, steht da dann Generalmusikdirektor Bremer Philharmoniker und Theater Bremen. Ja, Auszeichnungen, ich habe jetzt einmal die wichtigsten noch rausgesucht, Deutscher Dirigentenpreis, International Classic Classical Music Award mit Orchestra, der jetzt müssen wir mal wieder hören. Svizzera Italiana. Das werde ich dann einmal können. Orchester des Jahres in Österreich 2020. Orchester des Jahres in Österreich. Dirigent des Jahres in Österreich 2020. Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik. Da werden wir auch noch sprechen darüber. Das ist nämlich ein Steckenpferd und ein wichtiges Steckenpferd auch des Bruckner Orchesters. Ja, und es gebe noch viel zu erzählen, aber es ist einfach schade, wenn man das weglässt, weil man wirklich einen Gesamteindruck bekommt. Aber, und das ist sehr spannend, gelernter Jazzpianist. Wie denn das? Oder wie vom Jazzpianist dann zum Dirigenten? Ach Gott, ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich komme aus einer, wie Sie schon gesagt haben, aus einer Musikerfamilie. Mein Vater war auch Dirigent, meine Mutter Organistin, Musiklehrerin. Und da war so quasi Jazz als Teenager meine persönliche Revolution. Also das war mein Bereich. Da konnte mir keiner was vormachen. Das hat keiner bevölkert, dieses Gebiet. Mein Bruder ist ja auch Geiger, ist auch Musiker. Und nur der Jazz in der Familie gehörte mir. Und deswegen ist mein gesamtes Taschengeld in Schallplatten geflossen. Ich bin immer am Klavier gesessen. Wir hatten glücklicherweise ein wunderbares Instrument im Keller. Da konnte ich den ganzen Tag üben und spielen, ohne jemanden zu stören. Und ja, und da hat mich wirklich die Leidenschaft gepackt. Und natürlich bin ich dann klassisch ausgebildeter Musiker. Ich habe Dirigieren studiert. Ich habe große Freude daran, weil diese beiden Herzen in meiner Brust schlagen, es immer wieder zusammenzudenken und zu verbinden. Das ist schon wichtig. Die Frage ist natürlich, oder war natürlich, ob die Eltern dann so froh waren, oder froh waren, dass dann doch in die klassische Ausbildung gegangen ist und nicht in den Jazz, im Jazz geblieben ist. Oder war man da relativ frei? Es war überhaupt kein Thema. Mein Vater als Dirigent war ein unglaublich großer Fan von Barockmusik, ein von Bach, von Bruckner, also über meinen Vater. Ohne das zu wissen, dass mir das später quasi in dieser intensiven Form im Bruckner-Orchester ja mal wieder begegnen wird, hat mich da wirklich sehr an der Hand genommen und mit Bruckner vertraut gemacht, wofür ich ihm da ewig dankbar bin. Ja, also das waren eher seine Themen und meine Mutter hat und mein Bruder auch wieder seine eigenen Themen. Aber wie gesagt, ich bin da mit niemandem kollidiert. Das war über Bruckner sprechen wir gleich. Wir sprechen aber jetzt mit einem Augendoppler. Kunstliebhaber, Kunstexperte, Kunstsammler, Musikliebhaber. Und ich habe mir sagen lassen, wir haben zuerst gesprochen, Geige gespielt oder Violine. Auf Wunsch meines Vaters habe ich das gelernt, aber der Violinlehrer ist Gott sei Dank nach 3 Monaten weggezogen. Hat von mir kapituliert anscheinend. Und es ist einfach so, ich bin unmusikalisch. Aber väterlicherweise, also väterlicherseits sind wir musikalisch völlig ungebildet. Mütterlicherseits, meine Mutter stammte aus einer Art Musikerfamilie, wo es Kapellmeister gegeben hat. Mein Großvater hat ein absolutes Gehör, hat auch Musik gemacht. Und, aber ich höre sehr gern Musik, von bis, aber selbst bin ich leider gescheitert. Und nein, ich mag das, ich schätze das sehr. Und ja, wahrscheinlich deswegen, weil ich so untalentiert bin. Aber wenn ich dem Herrn Augendoppler gleich widersprechen darf, in seinem eigenen Sinne,
weil ich glaube, unmusikalisch, da muss keiner Angst davor haben, dass man wirklich unmusikalisch ist. Jeder Mensch ist musikalisch. Ja, aber das Gefühl. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich gesungen habe, ich singe falsch. Ja? Ich habe das selbst nicht gehört. Aber das ist alles eine Frage der Übung. Ich glaube, sicher. Musik entsteht ja in uns drin. Also das Bild, die Welt der Gefühle, die sie da betreten, das, was in ihnen entsteht. Und alles andere ist Übung. Also auch selbst die Stimme muss man üben. Singen muss man üben, hören kann man üben. Ich sage das auch vielen Kindern immer, die ja auch schon, ich kann das nicht. Jeder kann das. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der Musik nicht gerne hört. Alles andere ist Üben, haben Sie gerade gesagt. Ja. Aber was ist, wenn man keine Zeit zum Üben hat? Jetzt sage ich mal, Sie werden sehr viel aus der Erfahrung heraus machen können, etc. Aber ich spreche was Besonderes an, nämlich was da passiert ist. Ich glaube, heuer war es sogar, in Wien mit dem bekanntesten TV-Konzert, das es gibt. Also im Schloss Schönbrunn findet es ja auch statt, glaube ich, im Garten. Auch, aber das war im Musikverein. Im Musikverein war es, genau. Osterkonzert, ja. Mit den Symphonikern. Mhm. Und ja, die Geschichte müssen Sie erzählen, weil da war überhaupt keine Zeit. Und ein paar Tage vor diesem Konzert haben Sie einen Anruf bekommen, nämlich, ob Sie da mitmachen und nicht nur drin sitzen und Anfang zeigen und irgendwie spielen, sondern als Dirigent. Das ist ja eigentlich was gar nicht passieren kann. Und ja, vielleicht erzählen Sie ganz kurz, was da passiert ist. Ja, ich war gerade in Zürich, habe dort eine Opernproduktion geleitet. Und wir waren gerade mitten in den Proben zur Premiere von Arabella von Richard Strauss. Eine große, wichtige Produktion, sehr schwere Oper. Und man ist immer sehr fokussiert in solchen Momenten. Ja. Man blendet alles andere aus, man muss es auch, man probt den ganzen Tag. Und am Nachmittag hatte ich doch mein Handy an und dann klingelt es und ich gehe ran. Und dann sind es die Wiener Symphoniker, ich kenne die Wiener Symphoniker ganz gut. Ich habe die auch schon einige Male dirigiert. Sie kennen mich ganz gut. Ob ich einspringen könnte für die Osterkonzerte. ORF-Übertragung zweimal im Musikverein, Ostersonntag und der Samstagabend davor. Und da ist man erstmal sprachlos natürlich. Tausend Dinge gehen einem durch den Kopf. Also für mich war klar, das hat überhaupt keinen Sinn. Erstens, ich habe hier eine Probenverpflichtung. Also ich habe hier wirklich, ich kann das Team auch nicht im Stich lassen. Es waren viele Proben schon disponiert. Und zum anderen natürlich, ja, was für ein Repertoire. Also ich meine, man braucht, also abgesehen davon, dass man selbst ja sehr, sehr viel studieren muss, diese Partituren. Das ist das eine. Und zum anderen, bitte gebt mir eine halbe Stunde, ich muss mir kurz überlegen. Wie viele Tage waren da noch? Ein Tag. Das ging morgen. Das war am Dienstagnachmittag und ich müsste am Mittwoch in der Früh mit der ersten Maschine fliegen. Nach Wien um 7 Uhr, sodass ich um 8:30 in Wien am Flughafen bin. Da würde mir jemand dann ein Sackerl in die Hand drücken mit den Partituren drin. Nachmittags um 14 Uhr ist Probe. Ich bin selbst Laienmusiker, sage Blasmusiker. Es geht ja da nicht um Notenblätter einzelne, sondern es geht um Partituren. Ich sage jetzt einmal, das sind, sage ich mal, kofferweise Noten, hätte ich jetzt bald einmal gesagt. Sie haben das so mit einem Plastiksackerl umschrieben. Wo fängt man an, wo hört man auf? Aber es ist sich dann ausgegangen, es geht sich irgendwie aus. Es ist aber eine Herausforderung. Es war Herausforderung. Also ich meine, ich habe die Nacht schon davor genutzt. Ich kannte die Stücke, ich habe mir das im Internet, konnte man sich da schon ein bisschen digital mit Noten versorgen. Also einfach nur, um zu lesen, um zu studieren. Es war eine sehr kurze Nacht, aber also ich bin richtig gelegen, also von der Einschätzung her. Das war zu schaffen. Es war natürlich spannend, also es ist klar, es hat auch, aber wie gesagt, also ich bin mit der Musik, mit dem Stil sehr, sehr vertraut. Und also das, wenn nicht der Fall gewesen wäre, macht es keinen Sinn. Also dann, man muss ja schon zu Hause sein, also in diesem Repertoire, sonst kann man sich nicht für ein Orchester hinstellen. Die Herausforderungen, die es da gibt, und es ist das eine Herausforderung, die man dann meistert, aber Sie haben natürlich auch mit den Herausforderungen sicher in der Vergangenheit zu kämpfen, aber gerade auch jetzt wieder reden wir vielleicht auch ein bisschen tagesaktuell, obwohl wir gar nicht den politischen Aspekt reinbringen wollen in das Gespräch, aber die Herausforderungen gerade für Ihr Unternehmen jetzt gerade natürlich, es geht um Rohstoffe, wir haben auch darüber gesprochen und Sie haben gesagt, egal, das Wichtigste ist, wir liefern, wir können liefern. Das machen Sie, aber es ist einfach nicht einfach. Man muss sich trösten, wenn es einfach wäre, könnte es jeder. Und was Schwieriges können nicht alle. Und also es ist zurzeit sehr herausfordernd, kann man sagen, aber man kann das alles bewältigen, wir haben das alles im Griff.
Die Lieferketten sind ein Wahnsinn, die Kosten, das ist eben so, aber wir sind lieferfähig und das ist das oberste Prinzip für mich persönlich und für unsere Firma. Wir müssen unseren Kunden immer gegenüber lieferfähig sein. Und wir sind in unserer Branche, glaube ich, so ziemlich das einzige Unternehmen zurzeit weltweit, ich weiß nicht, ob ich alles überblicke, das noch voll lieferfähig ist und wir werden das auch noch längere Zeit sein, unter der Voraussetzung, dass unsere Vertragspartner ihre Kontrakte einhalten können. Und die hängen natürlich zum Teil auch in der Luft. Wir reden da von über 120 Ländern und wir reden da auch von Ländern, wo Brot jetzt natürlich sehr wichtig ist, nämlich auch in der Ukraine. Ja. Und selbst in der Ukraine läuft das Werk, habe ich mir erzählt. Ja, also das, zumindest wir haben es geschlossen gehabt, aber wir haben natürlich in der Ukraine Kunden. Und wir haben es jetzt wieder langsam in Betrieb genommen, also unter allen Vorsichtsmaßnahmen, die Männer sind alle beim Militär. Aber es geht und wir liefern aus mit Autos, mit Fahrrädern, mit allen möglichen Schikanen. Ja. Aber das sind unsere Kunden und egal wo der Kunde ist, ob der in Oberösterreich ist oder am Ende der Welt, es ist wurscht, er hat ein Anrecht darauf, von uns korrekt beliefert zu werden. Und das muss man eben schaffen, das sind die Herausforderungen. Wenn man von Kunden redet, dann redet man in der Ukraine natürlich auch von Bäcker, von Bäckereien, die Menschen mit dem Wichtigsten versorgen, was es gibt. Die Leute brauchen was zum Essen. Ja. Und das funktioniert auch, trotzdem auch dort mitten im Krieg. Zurück zur Musik. Da ist aber natürlich die Erwartungshaltung an das Bruckner-Orchester, an Sie, sehr hoch. Natürlich hat man Sie geholt oder Sie haben diese Stelle auch angenommen, um möglichst viele Menschen zu berühren, zu erreichen. Auch eine gewisse Art des Botschafters, Sie sind ja auch gerade, oder waren auch heuer schon unterwegs, wieder auf Tour in Deutschland etc. Das Bruckner-Orchester ist ja nicht nur in Oberösterreich unterwegs, sondern auch international als Botschafter. Wie gehen Sie mit dieser Erwartungshaltung um, die man von außen auf Sie legt? Der Druck muss ja auch ganz groß sein. Ja, nein, ich meine, zunächst hat sich ja auch wirklich sehr viel verändert. Ich sage jetzt auch mal, es wurde auch Zeit und Gott sei Dank. Ich meine, bis zum heutigen Tag haben viele Menschen Angst vor einem klassischen Konzert, ja, vor den Verhaltensregeln. Ich muss was anziehen, ich weiß nicht, wann ich klatschen soll, wie verhalte ich mich da. Und es ist primär erst einmal unsere Aufgabe, diese Angst zu nehmen. Man kann nichts falsch machen. Und selbst wenn man vor lauter Freude klatscht, dann ist es auch gut. Das ist auch kein Problem. Also wir müssen in erster Linie für die Menschen da sein. Und das ist nicht nur, ich sage jetzt mal, es geht nicht nur mit dem wichtigen Ritual abends 19.30 Uhr, das dann 2 Stunden dauert. Das haben wir gelernt, dieses Ritual. Ja, seit vielen hunderten Jahren wissen wir, was ein Konzert ist, was eine Theateraufführung ist. Aber es gibt viele, viele Zwischenbereiche, die wir gerade mit dem Bruckner Orchester versuchen, sehr stark auszubauen. Also in der Jugendarbeit, Musikvermittlung, unsere Kostproben. Ich hole die Leute zu uns ins Theater. Wir gehen zu den Leuten hin. Wir haben gerade letztes Jahr so eine große Open-Air-Familienkonzert-Tournee gehabt, wo wir in Hochficht waren, im Hinterstorder auf der Wiese gespielt haben, vor Tausenden von Leuten Picknick. Das war großartig. Ja, das ist eine völlig andere Art von Konzert, aber wir haben die Musik dabei und es passiert genau das Gleiche. Und da verlieren die Menschen auch die Angst oder beziehungsweise sie sehen, was für eine Art Lebensmittel Musik ist, ja, weil es unsere Welt überhaupt erst erlebbar und erfahrbar macht. Wir müssen die Menschen auch aufregen, wir müssen sie auch greifen, wir müssen sie durchrütteln. Ja. Also Kunst ist wahrhaftig, das ist viel, viel wichtiger. Wahrheit ist viel wichtiger als Schönheit. Ja. Wahrheit ist nochmal die Steigerung von Schönheit. Es gibt natürlich dann aber auch jene, die Kunst dann auch in Zahlen messen möchten, da komme ich gleich dazu, aber eben, wie gesagt, also in Besucherzahlen, in verkauften Tickets etc., was ja auch nicht unwichtig ist, sage ich jetzt mal Gott, für eine Stadt oder für eine Stadt wie Linz. Und da reden wir jetzt drüber, wie kann denn Linz bestehen zwischen Salzburg und Wien, das ist ja immer die Frage, die auch gestellt wird, abseits jetzt der Musik, des Gehörgenuss oder dieses, was mich berührt, wie haben denn Sie das beobachtet als Wiener Kulturgenießer, vor allem aber aus Oberösterreich? Also für mich ist das kein Wettbewerb. Mhm. Wien ist Wien, Salzburg ist Salzburg und Linz ist Linz. Und das Besondere, was ich an Linz schätze, ist, dass es nicht nur eine Kulturmetropole ist, eine Kunstmetropole, sondern das ist ja die Wirtschaftsmetropole von Österreich. Und dass es dann noch so viel Platz auch für Kunst und Kultur gibt, das ist ja das Großartige. In Wien spielt ja die Wirtschaft natürlich auch eine Rolle, aber nicht diese Rolle wie
Linz ist das Zentrum von Oberösterreich und Österreich ist das wichtigste Industriebundesland Österreichs. Und dass da die Kunst und Kultur seinen Stellenwert hat, das finde ich großartig. Reden wir trotzdem über Bruckner. Ja, gern. Bruckner ist ja natürlich der, sage ich jetzt auch, Markenbotschafter. Ja. Heißt ja nicht nur Bruckner-Orchester, aber Linz wird in Verbindung gebracht und Oberösterreich mit Bruckner. Das will man auch so nach außen hin. Und da ist da trotzdem noch einmal die Frage, auch wenn Sie es nicht gern hören vielleicht, aber Mozart ist halt sehr populär, sage ich jetzt mal. Und vielleicht auch, sage ich was vielleicht völlig verkehrt ist, aber ja, massentauglicher vielleicht. Mhm. Oder sogar, sicher sogar, als Bruckner. Wie einfach, wie schwierig ist es mit Bruckner Menschen zu berühren? Ich meine, man muss gerechterweise sagen, es greift immer der gleiche Mechanismus. Wir versuchen, Kunst immer in Schubladen zu stecken. Das ist manchmal nicht negativ, das ist einfach ein Tool, um die Dinge begreifen zu können. Und deswegen ist auch ein Mozart, dem wurde da immer sehr viel Gewalt angetan. Denken wir nur an dieses Wunderkind-Bild, diesen niedlichen, süßen Mozart, wie er bei der Kaiserin auf dem Schoß sitzt und wie er als Kind da in der Kutsche umeinander fährt und Sinfonien komponiert und so weiter. Das ist natürlich richtig, aber es ist auch nur ein winziger Ausschnitt dieser Wahrheit Mozart. Die ganze Wahrheit Mozart ist viel, viel komplexer. Und auch für mich als Profi, sage ich mal, immer wieder ein verblüffend, zu welchen Ergebnissen man dann kommt. Also deswegen muss man da zwischen Mozart und Mozart fast ein bisschen unterscheiden. Aber das quasi der Zuckerguss Mozart eignet sich perfekt für die Vermarktung. Das ist schon richtig. Bruckner war schon zu Lebzeiten ein Querschläger, ein Sturschädel. Also ein richtiger, jemand, der sich sehr stark auf die Tradition berufen hat, aber zu völlig avantgardistischen Lösungen gekommen ist. Also er hat quasi die Tradition umgedeutet. Und auch schon zu seinen Lebzeiten ist er völlig missverstanden worden. Also hat viel Misserfolg gehabt. Also man muss sich vorstellen, der war über 60 Jahre alt, 61 Jahre, um genau zu sein, also seinen wirklich ersten großen Welterfolg hatte mit der 7. Sinfonie. Und ich muss aber sagen, ich habe keine schlechte Erfahrung gemacht, dass Bruckner schwer verdaulich wäre. Ich meine, man braucht viel mehr Zeit als für eine Mozart-Sinfonie, die oft so in fast 30 Minuten vorbei ist. Eine Bruckner-Sinfonie dauert dreimal so lang. Sie sind fasziniert von Bruckner. Sie gelten auch als ein Bruckner-Experte. Und jemand hat einmal gesagt, dass kaum jemand Menschen können so dirigieren Bruckner wie Sie. Sie beschäftigen sich auch sehr stark damit. Hans von Bülow hat einmal gemeint, das Zitat haben wir rausgeschrieben, halb Trottel, halb Genie, also ein schwieriger Mensch gewesen trotzdem und Sie sind fasziniert von dieser Person. Ja, total. Man muss sich ja vorstellen, ich meine, er ist als Ernst Feldner, quasi auch als Kind vom Land, er war Hilfsschullehrer, hat so eine mittlere Karriere gehabt als Organist und so weiter. Ich meine, er war dann schon auch Domorganist hier in Linz, was eine tolle, wirklich sehr prominente Stelle ist. Und dann, er wollte aber nur Sinfonien schreiben. Er wollte weg von der Kirche, weg von der Kirchenmusik. Ich will Sinfonien schreiben. Und dazu musst du nach Wien. Und dann ist er in seinen sackartigen Kleidern und als solcher wird er ja auch immer karikiert und beschrieben in Wien, aufgeschlagen. Und man kann sich vorstellen, was er da für einen Effekt ausgelöst hat in den höheren Salons. Und ich meine, da konnten sich Leute wie Brahms, wie Johann Strauss perfekt bewegen, die Etikette beherrscht haben, die Sprache beherrscht haben. Bruckner wird in all seinen Biografien, das ist ja fast schon wirklich verletzend, immer im Dialekt zitiert. Also von dem gibt es keinen geraden Satz im Zitat, sondern er wird immer nur quasi so ein bisschen verunstaltet dargestellt. Also gesellschaftlich kann man sagen, war er ein Totalausfall. Ja? Also er konnte da nicht mithalten. Aber das war nicht seins. Das ist auch, das finde ich so faszinierend, dass er sich da, ich glaube, er hat viele Krisen durchleben müssen, psychische Krisen. Man weiß es auch, das heißt dann immer nur, er war dann zur Kur wieder irgendwo. Aber er hat, und das ist das Faszinierende, an sich geglaubt und an seine Mission geglaubt. Und manchmal hat er das auch als seinen Kreuzweg bezeichnet, dass er all diese Schwierigkeiten, das gehört dazu. Er muss da durch. Und dieser feste, sture Glauben an seine Kunst hat ihn irgendwann mal am Ende seines Lebens auch dazu gebracht zu sagen, meine Zeit wird kommen. Also irgendwann einmal werden die Menschen verstehen, was ich da eigentlich wollte, auch wenn sie es heute nicht verstehen. Ich sage es nochmal ganz kurz als Wiederholung. Es sind hier ungefähr wie viel 1000
ausgestellt? Also wir haben jetzt etwa so 1200 Objekte ausgestellt. Insgesamt hat der Augendoppler 17.000 oder 18.000 Exponate, das eine unglaubliche Sammlung ist. Und es gibt immer bei jedem Gespräch das Exponat des Gesprächs, beziehungsweise heute für den Gast, etwas passendes für den Gast. Heute sind es zwei. Ja. Sehr schön. Es hat was mit Bayern zu tun, glaube ich. Ja, genau. Das Bild ist ein Bild vom Oktoberfest, also weil Sie aus München sind. Es ist natürlich kein Michelangelo, aber... Fast. Ja, aber wir haben es halt in der Sammlung, weil halt Lebkuchen abgebildet ist. Also wir sammeln ja alles zum Thema Brot, Gebäck, Konditorei und so weiter. Aus dem Jahr, weiß man das ungefähr? Oder? Also das ist aus dem 20. Jahrhundert. Und dann haben wir noch einen Zunftkrug. Also das geht um Schneider und um Landleute, also um Landwirtschaft. Und in der Mitte ist ein Geiger abgebildet. Ich weiß nicht, warum der abgebildet ist, aber er ist abgebildet. Sonst ist es ja mit unserem Metier schwer, die Brücke zur Musik zu schlagen, jetzt zu Ihnen, ja. Aber immerhin, ja. Sehr schön. Ja. Bei 17.000, 18.000 Exponaten finden sich auch einige Musiker darunter. Aber wir finden fast immer etwas. Ja. Naja, Essen und Musik gehört ja zusammen. Also ja. Man hat aufgespielt am Tanzboden, beim Heurigen. Gibt es sogar auch wirklich, es ist nicht gelogen, also die sehr provokante These, dass es im Prinzip auch die Oberösterreicher waren, die den Walzer erfunden haben. Das hört natürlich in Wien kein Mensch gern. Na, weil die Musiker ja immer stromabwärts gefahren sind und dann halt dort in Wien ausgestiegen sind und dort dann auch die Musik gemacht haben, schon um 1800 rum und noch davor oder sogar im 18. Jahrhundert. Und das waren böhmische Musiker und vor allem oberösterreichische Musiker. Böhmische und oberösterreichische. Ja, die Sträuße stammen ja auch aus Böhmen, ne? Ja, richtig, ja. Also, ich meine, letztlich, es ist ein Schmelztiegel und ich finde großartig, Wien ist ja sowieso schon eine Art Schmelztiegel, ja, wo sich irgendwie viel, viel mischt und begegnet. Aber aus diesen Mischungen kommen mir die wunderbarsten Sachen heraus. Musik und Essen passt zusammen. Darf sie wieder zitieren? Das ist so... Das Zitat, glaube ich, ist nach einer England-Tour entstanden. Und wir wissen, in London und in England geht man zum Konzert sehr leger. Ja. Da sind Jeans und Pulli, da gibt es auch Bier zum Trinken etc. Ist bei uns ja eigentlich kaum vorstellbar, so in diese Richtung. Aber Sie haben dann schon was Spannendes gesagt und das bringt mich wieder zurück zum Anfang, weil dann haben Sie das schon mal angeschnitten. Die Musik, die Klassik zu den Menschen bringen, ob Frack oder Jeans, das ist mir völlig egal. Ja, ist vollkommen richtig. Also ich finde, es ist natürlich auch immer ein gesellschaftliches Ereignis. Deswegen finde ich das auch immer sehr schön, wenn die Leute das würdigen, indem sie sich da schön kleiden und auch vorher essen gehen oder hinterher essen gehen und uns quasi auch diese Zeit, die man da investiert, benutzt, um Menschen zu treffen, um sich auszutauschen. Eben, es ist ja keine stumme Geschichte, sondern es gibt ja auch dieses Drumherum, was ich finde, was ich selbst ja sehr gern genieße, wenn ich ins, selten kommt es vor, aber wenn ich auch als Zuhörer in einem Konzert bin. Aber das Eigentliche berührt es nicht natürlich, ja? Weil ich habe vorhin schon mal gesagt, die Musik entsteht in uns. Wenn Sie 2000 Zuhörer haben in einem Saal, es gibt nicht zwei Menschen, die das gleiche Stück gehört haben. Jeder hört etwas anderes, jeder konnotiert anders, verbindet anders, erlebt anders. Und das Entscheidende ist, dass man die Ohren aufsperrt, dass man hinhört, dass man zuhört. Und ich meine, das ist ja auch etwas, was ich finde schon ein bisschen extremer wird. Wir verlernen ja das Zuhören immer mehr, ja? Sondern ziehen uns zurück auf feste, ummauerte Meinungen und Diskussionen sind dann meistens nur Verteidigungsschlachten. Ja. Aber es gibt nicht tatsächlich ein Interesse am Austausch, am Hinhören, am Reflektieren und tatsächlich dann auch vielleicht unter Umständen seinen eigenen Standpunkt überdenken. Und ich finde, das können wir in der Kunst oder hinschauen. Also das ist jetzt einerlei. Also wenn ich im Museum bin und mich vertiefen kann vor einem Artefakt, ist das auch etwas ganz, ganz Wichtiges, weil in der Sekunde in mir Dinge passieren. Sei es die eigene Kindheit, die eigene Biografie, die da eine große Rolle spielt oder andere Bilder und andere Emotionen, die da entstehen. Und das hat mit Jeans oder mit Anzug oder Frack
nichts zu tun. Ich meine, ich trage auch ein Frack auf der Bühne, das Orchester auch, weil wir sind, das ist so ein bisschen wie das Leiberl, das Fußballtrikot bei einer Mannschaft. Die laufen auch nicht bunt und zivil umeinander, sondern die sind auch einheitlich gekleidet, damit man auch merkt, das ist auch ein Symbol, man arbeitet, man spielt zusammen, man gehört eben einer Mannschaft an. Und das ist beim Orchester genau das Gleiche. Also wir tragen einheitlich eine Kleidung. Und das ist auch eine Hommage ans 19. Jahrhundert, woher der Frack, also auch hier kann man auf dem Bild diesen Frack sehen, also ein Morgenfrack. Aber das ist schon auch einfach unsere nicht wegzudiskutierende tiefe Verwurzelung in der Tradition. Sie kennen auch die Konzerte, Sie kennen das, was der Herr Boschner sagt, Sie kennen die Konzerte also von innen, die Opernhäuser auch. Sind diese noch etwas zu elitär? Gibt es da eine Hemmschwelle oder glauben wir von außen, das ist zu elitär und haben da ein bisschen Berührungsängste ab und dann? Oder bricht das jetzt eher auf? Was ist Ihre Erfahrung? Ich glaube, es ist so, wie es ist. Und also ich fühle mich in Wien der Oper wohl, aber ich hatte ein Erlebnis in der Met. War einmal in der Met und New York, und da sind die Leute mit den Einkaufssackeln, mit den Plastiksackeln gekommen. So. Und ich muss sagen, ich bin Nonkonformist. Mhm. Versuche es zu sein. Es geht nicht immer, das ist klar, aber ich bin das eigentlich. Und ich muss sagen, das hat das Ganze für mich abgewertet. Und auch die Oper hat mir dann nicht gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Aufführung schlecht war oder ob das nur mein Eindruck. Das will ich jetzt gar nicht analysieren. Aber es hat mich irgendwo ein bisschen schockiert. Und ich glaube, wenn man so zu seiner Veranstaltung geht, ist man ja auch dem anderen Publikum etwas schuldig in irgendeiner Form. Manchmal muss man sich ein bisschen anpassen. Das ist ja jetzt kein großes Opfer oder irgendetwas. Und wenn jemand da im Rollkragenpullover geht, ist das, glaube ich, keine Tragödie, oder wie es am Stehplatz ist. Das ist alles keine Diskussion. Aber mit den Einkaufssackeln zu kommen, also man setzt sich dann gerade einmal so hin, ja, und dann hört man zu und dann geht man wieder. Also ich muss sagen, das hat mich eigentlich entsetzt. Am Ende des Gesprächs, blättern wir zum Anfang, Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik. Mhm. Möchte ich trotzdem jetzt den Sprung machen, denn das ist auch was, was ich nicht gewusst habe. Da sind wir in der digitalen Welt, in der modernen Welt. Ihr Orchester nimmt, ich weiß nicht, alles oder sehr viel, alles. Ich meine von Bruckner, ja, von Bruckner, alle Sinfonien. Alle Sinfonien von Bruckner? Alle 18 das Sinfonien. Das ist was Besonderes. Und ich meine, das Besondere ist, es gibt unzählige Gesamtaufnahmen der sogenannten 9 Sinfonien von Bruckner. Und das ist tatsächlich im Prinzip die erste komplette Einspielung, und das ist ein Projekt, was jetzt über 3 Jahre schon läuft. Auch das Radiosinfonieorchester Wien ist da mit dabei, weil ein Orchester das alleine gar nicht bewältigen kann. 24 zum Bruckner Jahr soll diese Box fertig sein. Jetzt nach und nach kommen die Sinfonien aber schon auf den Markt. Wir haben damit, da bin ich sehr stolz drauf, sehr viel Erfolg. Es ist ein großartiges Echo, was wir in der Presse jetzt haben, schon für die Veröffentlichten. Aber letztlich kann ich es auch nicht erwarten, bis die ganze Box dann vor uns steht und fertig ist. Und das wird jetzt 24 der Fall sein. Werde ich kaufen. Sie haben es gut so gemacht. Ins Konzert gehen, also Paneum ist ja auch wieder geöffnet, also seit längerem schon wieder geöffnet. Man kann wieder raus, man kann wieder die Kulturstätten besuchen, und wenn Sie unterwegs sind in der Welt, Oberösterreich ist immer mit in der Person, also ich hätte gesagt, in der Person von Herrn Augentuch. Er ist nicht immer überall, aber Korea ist natürlich schon ein Standort auch von Ihnen. Sind wir auch tätig, ja. Ja, ja. Sogar also, ein gutes Land für uns, ja. Ja. Also wenn Sie Korea sind, nicht vergessen. Auch, nein, genau, dass ich meinen Kornspitz da kriege. Ja. Und den gibt es auch dort. In diesem Sinne bedanke mich bei Ihnen beiden, bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und wünsche noch einen schönen Samstagabend bzw. ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.